Alonso provozierte Russells Horror-Crash Sainz ganz oben. Er holte den Sieg und das in einem Rennen, wo kein Red Bull am Podium stand. Wir blicken auf das Rennen von Australien zurück und es ist auf jeden Fall Diskussionsstoff. Macht es bloß, wenn das Herz rot. Und wir gehen natürlich direkt mal zum Start. Eigentlich alles wie immer, Max Verstappen hat es ganz gut geschafft, er ist weggekommen vom Fleck. Und ja, man hat aber schon gemerkt, normalerweise in den ersten zwei Rennen ist er direkt nach der einen Runde die eine Sekunde locker rausgefahren. Hat er diesmal nicht ganz geschafft und musste sich dann natürlich mit Sainz begnügen, der übermotiviert bis zur letzten Haarspitze war tatsächlich. Weiter hinten eigentlich alles ziemlich friedlich, muss man sagen. Kurz vor Rennbeginn hat man auch erfahren, dass Guan Yu Zhou aus der Boxengasse starten musste. War jetzt aber ehrlich gesagt doch, ja, braucht man eh nicht. Gut, dann wurde schon überraschender, denn so um die dritte Runde rum ist Sainz dann easy an Max vorbeigegangen. Und da dachtest du dir schon, ja, war eigentlich hervorsehbar. Aber irgendwas stimmt da nicht. Und ja, auch hier dann war er dann vorbei an dieser Schikane. Auch Lando Norris ganz gut hinten zu sehen. Sehr stronges Rennen, wirklich auch vom Start an weg. Sehr, sehr gut. Dann kam Rauch aus dem Heck. Ich dachte zuerst, Motorschaden. Ist natürlich ganz klar, denn man sah das von den TV-Bildern her nicht so. Stellt sich dann, oder man sah es dann halt auch später, dass der Rauch eher von der rechten hinteren Bremse kam. Und ja, es wurde halt dann noch viel, viel schlimmer. Er ist dann in die Box gefahren, hat gesagt, das Auto funktioniert nicht, da stimmt irgendwas nicht, Leute. Guckt euch das mal an. Und beim Boxen reinfahren ist schon diese, hat sie dann schon zerrissen. Ich hoffe, das Video wird nicht gesperrt, aber hier guckt euch das mal an. Er ist ganz langsam und da hat es quasi diese komplette Bremse zerrissen, was dann auch Bilder wie diese hier gab. Guckt euch mal die Felge an, die ist komplett tot. Also da ist nichts mehr da und das ist dann echt schon sehr gefährlich. Und ja, nächste Hilfsbotschaft. Ich glaube, die können wirklich nur miteinander. Lewis Hamilton, nur ein paar Runden später, musste auch der sein Rennen beenden. Zur Freude von ein paar Leuten, die noch nicht gestoppt haben. Denn er hat natürlich so ein bisschen mit dem Force C, das er ausgelöst hat, ordentlich Freude bei manchen gesorgt. Natürlich nicht bei denen, die schon in der Box waren. Und ja, hier haben wir dann diesen Ausfall von Lewis Hamilton, das einmal und dann ja, war kein Engine mehr da. Tut mir echt leid für ihn, denn es war eher ein bescheidenes Wochenende und ja, was dann noch folgte, ist natürlich noch viel schlimmer. Ja, mal zurück ins Geschehen. Auch im hinteren Feld, da dieses Überholmanöver, also Perez ging an Fernando Alonso vorbei, das ist in dem Fall wichtig. Denn man hat erst nach dem Rennen erfahren, dass sich bei diesem Überholmanöver Sergio Perez sozusagen ein Abreißvisier eingefangen hat. Das hat er angesaugt und dadurch kam das Fahrzeug tatsächlich nicht mehr auf die komplette Leistung. Also ist schon ein bisschen weird, oder? Dass so ein Plastikstück, das die Fahrer selbst wegwerfen, dazu führt, dass ja, Perez dann einfach nicht mehr 100% fahren kann. Das tat mir natürlich leid und ich dachte mal während dem Rennen, ja, Perez ist einfach scheiße. Aber natürlich mit der Erklärung, ob es jetzt natürlich hundertprozentig stimmt, weiß man nicht. Aber das gab Christian Horner auf jeden Fall bekannt. Ja, auch die hatten einen kleinen Clinch miteinander, denn es gab sozusagen eine Stallorder, wobei man sagen muss, dass Oscar Piastri eigentlich jedes Mal vor Lando Norris in die Box geholt wurde. Sprich, also er hatte jedes Mal diesen Undercut-Vorteil. Und ja, das ein oder andere Mal kamen sich die beiden in die Quere, aber selbst als man ihn dann aufforderte, Lando Norris vorbeizulassen, dass er so ein bisschen aufholen kann und sollte es nicht funktionieren, dass er ihn wieder zurück überholen lassen darf und so, hat er auch gesagt, ja, machen wir, okay. War dann aber auch nicht abgefuckt, als Lando Norris seinen Platz nicht mehr zurückgab, denn er sagte auch, es ist klar, er war ja quasi beim Start vorne und nur durch das, dass man ihn bevorzugt hat mit den Boxenstops, ist eigentlich immer wieder dieses Dumme. Ja, diese Dummheit herausgekommen. Apropos Dummheit, und da sind wir schon beinahe am Ende des Rennens, was, by the way, viele sich wünschen, dass ein Max Verstappen immer ausscheidet oder ein Red Bull nicht so dominant ist. Leute, was sagt ihr jetzt dazu? Ein Red Bull ist ausgeschieden und der andere hatte kaum Chancen. Und was soll ich sagen? Das Rennen war fast langweiliger, wie wenn die Red Bull da vorne allein wegziehen. Denn es gab
kaum irgendwelchen Diskussionsstoff. Ja, natürlich der Ausfall von Verstappen, dann von Hamilton und dann natürlich Fernando Alonso. In der letzten Runde oder in der vorletzten Runde musste er dann nochmal einen raushauen, denn denn George Russell ist immer näher dran gekommen. Immer näher. Wichtig zu wissen, Fernando Alonso war schon ein paar Runden vorher in der Box und Russell dann ein bisschen später ist dann knapp hinter, oder ein bisschen weiter, das waren glaube ich 5, 6 Sekunden, die hat er dann locker eingeholt und dann, ja, kam es zu einer bizarren Sache. Denn, ja, in Turn, sagen wir mal am Ende von Sektor 1, diese schnelle Kurve, wo auch Albon seinen Crash hatte, ist Fernando Alonso unabsichtlich, man kann es ihm nicht nachweisen, etwa 100 Meter vor dem richtigen Bremspunkt schon vom Gas gegangen, hat viel früher gebremst und verzögert, als man das macht, nur um eben halt auch George Russell so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Doch der kam so schnell, so nah dran in Dirty Air und so weiter, verlor so ein bisschen das Heck und konnte nicht mehr der Barriere ausweichen, ist dann in die Mauer, in diesen Reifenstapel Tech Barrier Zeug reingeklatscht und dann auch in dieser Pose liegen geblieben. Mir blieb wirklich für einen kurzen Moment das Herz stehen, denn das war wirklich sehr gefährlich und das sah echt ganz, ganz weird aus. Ich weiß nicht, ob diese Clips gesperrt werden, aber ich muss euch das zeigen. Und hier guckt euch das mal an. Da klatscht da rein und dann auch, das war wirklich arg. Wirklich, wirklich krass. Und wie er dann auch noch auf dem Funk gesagt hat, so, red flag, ich stehe mitten auf der Strecke und so. Da kam richtig, richtig Schiss. Aber das viel Bizarrere an dieser Situation war, dass keine Red Flag kam. Das Auto lag so auf der Strecke, mitten auf der Strecke, Leute. Wenn einer sich da gedacht hat, da ist eh keine Dings, wäre reingefahren, das wäre zur totalen Katastrophe geworden. Es kam verdammtes VSC und das ist einfach inakzeptabel. Das darf einfach nicht passieren, Leute. Diese Entscheidung war eine glatte Fehlentscheidung. Ich meine, es ist nichts passiert, aber will man es tatsächlich irgendwie hervorahnen oder so mit, was soll die Scheiße? Macht Safety Car oder Red Flag, aber nicht so eine Scheiße. Ihr gefährdet damit Leben und die erste Panikreaktion, die von Russell kam, hat genau das bestätigt, was kommen hätte sollen. Und das ist tatsächlich einfach eine bodenlose Frechheit von der FIA, denn du darfst das Leben nicht gefährden, nur um die Action und diese Show aufrechtzuerhalten. Und das war genau der Punkt, denn man hat gesehen, so, oh, eine Runde vorher, so 1,3 Sekunden ist Leclerc nur noch hinter Sainz. Eventuell könnte man da jetzt noch ein bisschen Action machen. Nein, das geht so nicht, Leute. Das muss eine Red Flag kommen. Da muss eine Red Flag kommen. Das muss abgebrochen oder mit Safety Car unterstützt werden. Denn, ich meine, für was holt man VSC? Im Reglement steht, VSC kommt eigentlich nur für die kleineren Sachen, zum Beispiel auch wenn irgendwelche Trümmer auf der Strecke liegen oder halt Leute die Strecke betreten müssen. Das hier ist ein klarer Fall von keinem VSC. Aber jetzt mal zurück zum Renngeschehen, denn das war wirklich hier, das hat mir wirklich den Rest gegeben, dass es hier keines VSC gab und auch noch, ja, die Strafe für, guckt euch das mal an, so blieb das Auto da stehen, guckt euch das mal an, wo sollen die Autos vorbei, links oder rechts, da liegt überall dieser Debris, wir waren in der vorletzten Runde, by the way, also da hätte sonst was passieren können, die Leute schrecken hier auch auf teilweise, aber keiner hat irgendwas unternehmen können, nein, das ist inakzeptabel sowas. Inakzeptabel. In Japan hat jeder mit dem Finger auf die gezeigt, weil, keine Ahnung, nein, das war eine andere Sache, aber dennoch. Gut. Ja, das Move of Brick gewann das da, ganz verdient, vor 16 Tagen, also stand am Rennsonntag, vor 16 Tagen ist der operiert worden und konnte bereits jetzt wieder ein Rennen darauf im Auto sitzen, einen Win einfahren und das so souverän wie eigentlich kaum zuvor. Es wirkt so, jedes Mal, wenn Ferrari in der Scheiße steckt oder jedes Mal, wenn Ferrari, keine Ahnung, einen Piloten braucht, der da sein muss, ist er da. Wir reden von Singapur, da war so ein weirdes Rennen, da war er da. Wir reden von Großbritannien, gut, da kann man jetzt ehrlich gesagt streiten drüber, wenn man Leclerc reingeht, bla bla. Egal. Aber dennoch, er ist immer da und Ferrari muss sich echt überlegen, ob das nicht ein großer Fehler war, dass man den weggehen hat lassen. Lewis Hamilton ist zwar ein toller Fahrer,
Aber Sainz, ja, Sainz wird es jetzt mittlerweile auch schon mehr werden. Erster Winner, ganz, ganz klar. Und Podium für Lando Norris. Das hat auch einen traurigen Beigeschmack, denn es ist das 14. Podium in seiner Karriere. Und ja, in diesen 14 Podien hat er natürlich keinen Win eingefahren und somit ist er der alleinige Rekordhalter, hat somit den alten Nick Hatfield abgelöst mit dem meisten Podium, ohne jemals zu gewinnen. Das ist wirklich ein trauriges Leid. Ich wünsche ihm tatsächlich diese Season, dass es endlich mal klappt und schneide bitte den Bart, das passt gar nicht. Sadala, da haben wir das noch einmal. 0 Tage, 16 Tage. Also das ist wirklich krank. Man hat auch auf den Bildern gesehen. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu diesen Alonso-Sache. Und was soll ich euch sagen? Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Will ich jetzt nicht sagen, ich mag Alonso. Aber es war trotzdem eine dumme Aktion. Es gab eine 20-Sekunden-Strafe für den Spanier. Aber es hat doch eine besondere Erklärung, denn die FIA konnte jetzt nicht hundertprozentig nachweisen, dass er mit Absicht zu früh vom Gas gegangen ist. Er hat auch anfangs behauptet, dass es irgendwie Probleme mit dem Gaspedal gab. Alles Schwachsinn. Das konnte dank Telemetriedaten komplett widerlegt werden. Und deswegen, aber auch, weil er eben, ja, ganz, ganz blöd war, muss man sagen, es war eine Gefährdung des kompletten Fahrerfeldes, hat es die FIA gesagt. Ich kann es euch zitieren. Die FIA hat also gesagt, durch die 20 Sekunden, nein, Blödsinn, und nach Angesicht der Rennkommissare fuhr er damit auf eine Art und Weise, die angesichts der sehr hohen Geschwindigkeit an dieser Stelle zumindest potenziell gefährlich war. Das ist ein Wortlaut ihres Statements, das wirklich 3 Seiten lang war gefühlt, aber summa summarum 20 Sekunden, eben weil er knappe 12 Sekunden vor seinem Teamkollegen war, eine 10 Sekunden Strafe ergo eigentlich nichts gekostet hätte, aber es dennoch so ein schwerer, gravierender, ja, Zwischenfall war, dass man ihn so ein bisschen treffen wollte, gab man ihm also eine Durchfahrtsstrafe, die konnte er natürlich nicht mehr absitzen, aber man konnte die umrechnen in 20 Sekunden plus, verlor somit noch 2 Plätze, flog also hinter seinen Teamkollegen und hinter noch einen weiteren, hinter Yuki zurück. Und ja, ist jetzt eigentlich, ja, nur so, die 3 Strafpunkte tun etwas mehr weh, wobei man sagen muss, Alonso ist eigentlich eh einer der faireren Fahrer, hat keinen Strafpunkt noch, also das tut ihn jetzt nicht stark weh. Aber er hat es auch versucht, so ein bisschen in einem Statement, ja, so niederzuschreiben nach dem Rennen, quasi so, dass er nicht jede Runde die gleiche Linie fährt und so, halt sich zu rechtfertigen, er ist bestraft worden, Auspunkt, fertig. Hier haben wir dann das Siegerpodium, ja, die besten Freunde unter sich und ja, da sieht man halt schon noch, dass er komplett mit Bandagen und so weiter fährt, das ist krass, wirklich sehr, sehr krass. Und ja, wir kommen zum Final Classement und fangen natürlich hinten diesmal an, genau. Wir fangen hinten an. Ja, Lewis Hamilton, Max Verstappen, natürlich 2 Pechvögel, aber auch George Russell war natürlich der Ausfall. Man wird 5 bis zu 5 Runden vor Schluss gewertet in der Tabelle. Er war 2 Runden hinten. Esteban Ocon, schwaches Rennen. Er hat doch selbst gesagt, ohne den einen oder anderen Fehler wären tatsächlich Punkte drin gewesen. Also für mich eine 4-, das, na, sagen wir, ach, das ist zu hart. Sagen wir eine 4. Guan Yu Zhou, wieder ein Riesenopfer. Beide Sauber sind große Opfer von blöden Radmuttern, irgendwie Boxen-Fails von den Sauber-Jungs. Ja, beide bekommen eine 3. Ich glaube, da wäre auch nicht mehr drin gewesen. Die waren echt okay. Wobei man auch gesagt hat, bei Bottas, wenn das nicht gewesen wäre, wären Punkte drin gewesen. Das hätte ich gern gesehen. Dann hätte ich das geglaubt. Pierre Gasly, ja, seine Freundin war da. Ich gebe ihm mal eine 3. Ricardo, sehr schwaches Wochenende wieder. Also wenn man guckt, wo Yuki herumfährt und wo er, natürlich ist Yuki eher eine Ausnahmesituation, aber dennoch, Ricardo bekommt tatsächlich von mir eine wachrüttelnde 4-, denn der muss endlich anziehen. Albon, muss ich sagen, durch den Crash von Russell tatsächlich knapp an den Punkten gescheitert, aber auch generell, glaube ich, das war das Maximum von Williams. Also wenn du den Sergeant fahren hättest lassen anstatt von Albon, wäre der irgendwo so zwischen Ocon und Joe gewesen oder zwischen Bottas, Ocon und Joe, aber nie im Leben da oben. Also tatsächlich für mich wieder eine klare 2, tolle, tolle Leistung. Auch Magnussen sehr stark gefahren, auch wenn das diesmal tatsächlich mehr Glück als Verstand war, denn man hätte, glaube ich, nicht geglaubt, dass der Russell dann noch ausscheidet, aber dennoch auch eine solide 2.
Hülkenberg sehr toll wieder gefahren. Weit vorne, auch über weite Strecken des Rennens, war der trotzdem in den Punkten. Ich gebe den mal eine 1. Ich weiß, ihr versteht vielleicht nicht, warum ich Hülkenberg eine 1 gebe und Magnus nicht. Aber Hülkenberg hätte auch von sich aus die Punkte geschafft. Ebenso Yuki Tsunoda. Mega Leistung, wirklich. Toller, toller Job. Also der, den 8. Platz hier, sowas wie von verdient. Also wirklich sowas wie von verdient. Er ist 7. geworden, weil Alonso noch runtergedroppt ist. Aber dennoch eine 1 plus. Er ist auch für mich einer der wahren Driver of the Day. Natürlich kommen da weiter oben noch Kandidaten, mögliche Kandidaten. Ihr dürft gerne auf TikTok abstimmen. Apropos, hier haben wir dann auch noch Lance Stroll. Okayes Rennen gefahren. Also nein, ich muss eigentlich Alonso zuerst nehmen. Der ist ja weiter unten hingeflogen. Ja, was soll ich sagen? Kann jedem mal passieren. So ein blöder Move. Er wollte halt so ein bisschen alte Schule auspacken. Ich gebe ihm eine 4. Also es war gut gemeint, aber war blöd ausgeführt. Strolli, 3, solide, kaum was mitbekommen. Perez, schwach, sollte das stimmen. Eine Minute hinten würde auf jeden Fall das erklären. Aber generell, wenn das, wir geben ihm mal eine 3. Wir geben ihm mal eine solide 3. Ich bin mir nicht sicher. Sagen wir mal eine 3. Oscar Piastri, sehr toll und hat auf jeden Fall den Teamplayer vor das Podium gestellt, obwohl er zu Hause tatsächlich für meiner Meinung nach das Podium wesentlich mehr verdient hätte, aber er war halt auch, wenn ich mir so die Abstände angucke, der war eine halbe Minute hinter dem Teamkollegen, also der hätte sowieso keine Chance gehabt. Im teaminternen Duell auf jeden Fall geschlagen worden, aber meiner Meinung nach auch ein solides Wochenende gefahren, ohne dem Verstappen-Ausfall wäre er da hinten gelandet, aber sonst auch eine 2, Lando Norris eine 1, tolles Rennen gefahren, knapp hinter der Spitze gewesen. Solide. Leclerc, bisschen enttäuschend tatsächlich. Ich meine, es waren nur 2,3 Sekunden, aber im Rennen selbst war er tatsächlich chancenlos, hat er auch selbst zugegeben. Deswegen auch nur eine 3 und Sainz, 1 plus mit Sternchen. Mein persönlicher Driver of the Day nach Yuki Tsunoda, denn Yuki hat natürlich noch ein bisschen mehr geleistet. Und ja, wie würdet ihr benoten? Wir gucken uns auch mal den Endstand der Weltmeisterschaft an. Und da ergibt sich natürlich ein interessantes Bild, denn wäre Leclerc auf dem Podium, also hätte Leclerc das Rennen gewonnen, würde Leclerc jetzt die Weltmeisterschaft anführen. So ist es halt, dass Leclerc mit 47 Punkten Zweiter ist, Perez weiter hinten ist, Sainz hier auf 4 und dann haben wir die beiden McLaren, Russell, ja auch eher, und Stroll hat mehr Punkte als Hamilton. Das ist auch sehr traurig, aber das zeigt halt auch, dass Mercedes aktuell richtig, richtig im Arsch ist. So, da nochmal die Constructors Championship und da haben Renault, also Alpine, Kickstarter und Williams noch nicht angeschrieben. Das Haas-Team phänomenal 3 Punkte mitgenommen. Und auch ja, Red Bull und Ferrari sind sich ganz, ganz nah. Und Mercedes hat fast weniger als die Hälfte an Punkten, was da tatsächlich McLaren hat. Die sind Punkte gleich mit Aston, weil Aston Martin eben immer abliefert. Die holen beide immer wichtige Punkte. Und das ist dann tatsächlich schwach. Pferde, was ist mal? Ich hoffe, ihr habt das alles rüberbekommen und seid ehrlich, habt ihr euch das Rennen um 5 Uhr morgens angeguckt oder später dann die Replay? Ich war Zweiteres tatsächlich, also ich habe schon mitbekommen, was passiert ist alles durch Social Media, habe mir das Rennen aber ganz genau nochmal später um 9 Uhr angeguckt, weil es, oder 10 Uhr glaube ich war es, weil es dann einfach eine viel bessere Sache war und am Nachmittag dann gleich nochmal. Schreibt es gerne in die Kommentare, macht es bloß, wenn ihr seid, für mich vom Letzten.